Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Bevor wir in eine, wie ich denke, wieder mal außergewöhnliche, besonders schöne und außergewöhnliche Folge starten, noch die üblichen, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf TikTok, ihr findet uns nicht auf OnlyFans. Warum auch immer, ich muss das noch in unsere Social-Media-Abteilung weitergeben. Peter, warum findet man uns noch nicht auf OnlyFans? Weil wir zu viel Gewand im Schrank haben. Das ist ein Problem. Wobei, wenn wir es dort hängen lassen, dann geht's wieder. Wir werden unsere Köpfe noch zusammenstecken und auch für dieses Problem eine Lösung finden. Müssen wir das filmen, wenn wir die Köpfe zusammenstecken? Das wäre aber auch wieder was für OnlyFans. Das ist machen. Andere besprechen. Ihr findet uns auch auf Patreon, ihr findet uns auch auf Steady, wo ihr uns ganz, 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 ganz viel Geld in den Beutel werfen könnt. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr einfach schlechtere Menschen, denke ich. Peter? Ja, wir nehmen auch einen Reservekanister Diesel. Der ist mittlerweile schon fast Millionen wert. Das ist eine super Geldanlage. Ihr habt es ja gehört, auch der Peter ist heute wieder da, aber wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir sind zu dritt und wir haben uns auch den Christoph eingeladen. Servus. Servus, schönen Abend. Jetzt ist die Frage, warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Wer bist du und was machst du hier? Gut, böse Zungen würden behaupten, dass ich mich selbst eingeladen habe ein bisschen. Ich würde auch die guten Zungen behaupten, also nicht nur die bösen. Ja, nein, ich stelle mich gerne vor. Ich bin der Christoph, Sander mit dem Nachnamen, Karl nach meinem Papa mit zweiten Namen, falls es irgendwen interessiert. Es interessiert vielleicht jene, die sehen, dass ich auch auf Instagram bin, weil das lüftet das Geheimnis, warum der zweite Name dort steht. Ja, ich glaube, wir sind heute in dieser wunderschönen Runde vereint, weil ich vor mittlerweile 6 Jahren eine verrückte Idee hatte, als damals noch aktiver Mittel- und Langstreckenläufer. Nämlich, ich habe mir gedacht, ich mache ein Leichtathletik-Meeting, wie es in dieser Form in Wien oder vielleicht sogar in Österreich, das maße ich mir jetzt einfach an, noch nicht gegeben hat. Und ich glaube, wir werden in erster Linie über diese seltsame Idee sprechen. Richtig. Ja, wobei mich vorher schon interessiert, ich würde jetzt mal sagen, nicht jeder Wiener kommt auf die Idee, Leichtathletik-Meeting aus dem Boden zu stampfen. Du hast ja schon gesagt, du bist Mittelstrecken- und Langstreckenläufer gewesen. Die Grenze ist da bei 800 Meter vielleicht? Ja, ist schwierig. Mittelstrecke ist wahrscheinlich eh gelungen. Die Grenze ist irgendwo zwischen 1500 und 5000 Meter. Okay. Also man könnte jetzt auch sagen, mathematisch so bei 3000 Meter, weil das wird jetzt in der Bahnleichtathletik selten draußen gelaufen. Korrekterweise, ich war hauptsächlich 3000 Meter Hindernisläufer. Das ist so weder Mittel- noch Langstrecke. Das ist einfach nur ein Kampf. Und auch nicht Bahn, oder? Also schon, aber es schaut aus wie eine Bahn, die noch nicht fertig ist. Also, das ist ganz normal. Da ist nur Baustelle. Ein Wassergraben. Ja, ich bin ein Wassergraben, genau. Okay, das heißt, du bist Leichtathlet aus der klassischen Leichtathletik quasi. Genau, ich bin die komplett klassische Leichtathletik. Ich habe auch dank meiner Eltern, glaube ich, eine klassische leichtathletische Grundausbildung erfahren. Das heißt, ich durfte früher sogar versuchen, Mehrkampf zu machen, was es relativ kleiner, schmächtiger Junge extrem frustrierend war, weil das Einzige, was ich halbwegs konnte, war irgendwie laufen. Und deshalb habe ich dann das Springen, Werfen und normale Hürdenlaufen irgendwann gelassen, weil dafür hätte es nie im Leben gereicht. Mhm. Und habe mich beeinflusst von den damaligen Leichtathletikgrößen Günther Weidlinger und Martin Bröll zum Hindernislaufen verleiten lassen. Ja. Okay, und dort bist du dann auch hängen geblieben? Genau, ich bin dort hängen geblieben. Also ich war hauptsächlich über die Hindernisse zu Hause und über 5000 Meter. Habe witzigerweise meinen ersten Staatsmeistertitel aber im Sprint-Einteiler über 4x400 Meter gewonnen, weil das ging so halbwegs mit dem Stehvermögen und ja, war sonst halt relativ viel noch im Crosslauf zugegen, wobei da waren die 10 Kilometer bei den Europameisterschaften und Studenten-Cross und so meistens schon ein bisschen sehr zu lange. Mhm. Also ich war wirklich gerne mit diesen 9 bis 15 Minuten Belastungszeit auf der Bahn, war ich
ja, gut bedient. Gibt es bei der EM und so weiter beim Crosslauf die kurze auch? Weil beim Crosslauf gibt es ja immer die lange Distanz, die sind, ich weiß nicht, zwischen 9 und 10, soweit ich weiß, und die kurze ist irgendwie so 3 bis 5. Also zumindest genau, ist es in Wien so, aber ist das, gibt es das bei den internationalen Wettkämpfen auch? Nein, das gibt es überhaupt nur noch in Österreich, Kurz- und Langstrecke. In Österreich ist auch für die ganz Experten die kurze österreichische Meisterschaft und die lange deshalb eine Staatsmeisterschaft, weil eben das ist, was dann bei EM und WM gelaufen wird. Das heißt, im Männerbereich sind es immer 10 Kilometer. Bei den Frauen muss ich jetzt lügen, ich glaube, es sind 6. Und dann halt in den Altersklassen wie so 20 halt entsprechend weniger. Und seit kurzem gibt es aber so eine Mixstaffel, das finde ich eigentlich ganz geil. Da laufen dann so, ich glaube, 2 Männer, 2 Frauen, jeweils so 1500 Meter, quasi Großsprint. Ist ganz lustig eigentlich zum Anschauen, ja. In der heutigen Zeit finde ich es auch nur gerecht, dass die Frauen nur 6 Kilometer laufen. Die können nicht so weit laufen. Ich glaube, das ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Ich finde, da sollte man auch nicht weiter raufgehen. Also das haben wir in der letzten Folge auch schon mit der Isa erörtert. Das ist Frauen und Laufen. Na, das funktioniert einfach nicht. Nein, aber beim Kuchenbuffet total gut. Deswegen sind sie vielleicht bei den Ultras auch nicht so schlecht, weil da holst du beim Kuchenbuffet immer noch die notwendigen Minuten raus. Ja, das stimmt natürlich. Da heißt es, wer am längsten oder am meisten essen kann, der gewinnt. So ist das. Wir sind was ganz Heißem auf der Spur. Oh, das müssen wir nicht verfolgen. Wir haben jetzt ungefähr 5 bis 50% unserer Zuhörer verloren. Servus. Ach. Wegen einem Kuchenbuffet? Vielleicht. Ja. Ich spiele das dann nochmal ab, du darfst dir dann anhören, irgendwas, was wir die Zuhörer verloren haben. Jetzt ist Leichtathletik in Österreich schon ein Nischenprogramm. Laufen ist dann wieder ein Teilbereich. Crosslauf ist dann noch ein kleinerer Teilbereich. Und Hindernislauf, jetzt da ganz ketzerisch gefragt, bei der österreichischen Meisterschaft findest du 15 Leute? Bei Hindernis? Schwierig. Wahrscheinlich nicht. Wobei, ich finde auch, das ist einfach genau der falsche Ansatz. Dieses Kleinmachen von eigentlich der olympischen Kernsportart, wo alle anderen Sportarten irgendwie Berührungspunkte haben. Das ist ich meine, wir sind halt als Österreicher immer sehr gut im Nörgeln und im Kleinmachen, aber das ist genau das Problem, weil es gäbe wahrscheinlich mehr, die sich das antun, wenn es auch irgendwie attraktiver ist auch, ich meine, das Training an sich, braucht man nicht reden, ja, jedes leichtathletische Training, aber vor allem alles, was mit Ausdauer zu tun hat, ist halt nicht immer lustig. Aber ich glaube halt, wenn das Event oder die Meisterschaften und die ganzen Bewerbe ein entsprechendes Standing hätten, dass es schon durchaus spannender ist und mehr Leute erreichen würde. Also wer uns hört, weiß, dass wir auch immer versuchen, darauf hinzuwirken, dass Leichtathletik ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt. Also ob jetzt eine klassische Bahn, Leichtathletik oder Straßenlauf oder Ultra, ist ja völlig wurscht. Weil das ist halt auf Sport, der einfach wirklich jeder kann. Und in der Leichtathletik gibt es halt wirklich für jeden irgendwas. Also vom Kraft-Jonas, der keine 400 Meter laufen kann, aber dafür einen Star über 200 Meter schmeißen, findet was. Und so jemand, wie du sagst, du bist halt schmächtig und ich bin auch, mit 14 habe ich die Entscheidung gehabt, wenn du eine große Klappe hast, wirst du entweder stark oder schnell. Naja, stark bin ich nicht geworden. Ja, aber das Problem bei der Leichtathletik ist ja auch, dass du auch die Infrastruktur irgendwie auch gar nicht hast, weil wie viel Laufbahnen hast du effektiv jetzt in Wien, die du wirklich nutzen kannst? Ja, wenn du Glück hast und du wohnst in Praternähe, dann hast du das Latz nicht weit, aber vielleicht auch noch die Schmelz, aber dort an Karten zu kommen und Trainingszeiten, das ist alles irgendwie jetzt nicht die einfachste Aufgabe. Und somit, wer tut sich das dann an, wenn er quer durch die Stadt fahren muss, damit er halt trainieren kann? Ja, und die Schulanlagen, die es gibt, sind oft so halb ausgebaut und meistens auch nicht zugänglich, was halt
das Ganze noch blöder macht. Ja, da musst du halt Glück haben oder wen kennen oder halt hoffen, ja, dass die Ansässigen dort irgendwie nett zu dir sind. Ja gut, ja, genauso wie, ich meine, man muss halt fairerweise sagen, Wien hat als Bundeshauptstadt nicht einmal eine staatsmeisterschaftsfähige Leichtathletikanlage, weil dafür bräuchte es 8 Rundbahnen und die gibt es theoretisch zu einem Happelstadion, aber da regiert König Fußball und die Bahn ist kaputt und somit gibt es nicht einmal die Möglichkeit, dass ich offiziell Staatsmeisterschaften in Wien austrage. Man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt auch andere Bundesländer, wo das nicht möglich ist, was halt wirklich bitter ist, ja, weil das sagt halt schon alles aus und jetzt, wo sie das Fähre Dussegger abgerissen haben, gibt es auch keine Hallenbahn mehr, wo du 200 Meter Rundbahn hast, zumindest mal für offiziell 3, wahrscheinlich dann 5 Jahre oder so, je nachdem, wie schnell gebaut wird. Ja, wobei jetzt, da haben sie ja am Wiener Berg, Fragezeichen, irgendein, was auch immer, Trainingscenter aus dem Boden gestampft. Eine 200 Meter Bahn. Aber ja, erstens das und zweitens, dort trainieren kannst du halt auch nur unter bestimmten Umständen. Also kann jetzt auch nicht jeder hingehen und sagen, oh, so super, super. Ja, das ist halt das Schade an dieser ganzen Geschichte. Und dementsprechend hat es halt auch leider sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit, obwohl es wirklich jeder machen könnte. Und es ist auch einfach vom Equipment her, außer natürlich, wenn du jetzt Stabhochspringer wirst, ist halt blöd. Dann brauchst du halt einen Stab. Mei. Ja, und einen Zaun. Also am besten, du bist Schrebergärtner, dann kannst du Nachbarn umheben. Gut, aber für Zaun brauchst du nicht extra ins Latz fahren oder so. Gehst zum Obi oder zum Bauhaus oder zum Hornbach, um jetzt keine Baumarkt besonders zu nennen, kaufst dann Zaun, stellst ihn mit daheim auf im Garten und hupst drüber. Ich meine, ist jetzt einfach, oder? Das sind schöne Videos. Oder du machst das wie Renault Lavenir und hast wirklich die Stabhochsprunganlage im Schrebergarten. Siehst du? Die daheim, ja, also. Ach ja, man müsste einfach ganz rasch kombinieren, dann kannst du auch die Weitspringer mit die Beachvolleyballer und so zusammenbringen. Ja, voll. Ja, aber das Thema Laufbahn ist halt echt ein eklatantes, weil ich bin dieses Jahr nach Niederösterreich gezogen und habe mich halt auch in meine Laufbahn umgesehen, damit ich halt, weil ich Intervalltraining halt echt gerne auf einer Laufbahn mache, aber dann musst du halt echt 3-4 Ortschaften weiterfahren. Das ist halt, es geht, man kann es machen, man kann es ins Auto reinsetzen, aber ich bin halt eher der Typ, der das so einfach wie möglich haben will und halt am liebsten hinläuft, damit das Einlaufen ist und damit es halt so zeitkompakt wie möglich ist, dann ist das halt schwierig. Und auch für die Jugend, also für Kinder und Jugendliche, weil du findest an jeder Ecke einen Tennisplatz, wo die Kinder nachher Tennis spielen lernen können, aber eine Laufbahn, vergiss es. Und bin mir nicht sicher, wie viele Eltern jetzt da zweimal die Woche sagen, oh toll, jetzt muss ich die Kleinen, weiß nicht, zum Leichtathletik oder zum Triathlon-Training bringen. Wo du ja, halt ich sehe es zum Beispiel bei uns im Verein, ich meine, oder man hat die Anlage in Neuwaldeck auf der Marswiese und die wird halt runtergewirtschaftet und so ruiniert, dass sie nicht mehr brauchbar ist. Und dann ist der Ersteindruck von den Kindern im Nachwuchstraining eine kaputte Laufbahn, wo der Beton unterm Mondobelag durchkommt. Also da würde ich mir dann auch dreimal überlegen, ob ich das fortführe oder auch nicht. Mhm. Ja, das ist halt schade. Ne? Aber vielleicht ändert es sich. Mal schauen. Also spätestens vielleicht kriegen wir es ja hin, wenn ein paar wie nennt man das? Unbelehrbare sehr gute Leistungen bringen trotzdem. International, dass man dann so, oh ja, Österreich, wir waren doch immer schon und dann kommt irgendwie Investitionsschub oder so aller Thomas Muster. Plötzlich aller Radsport aktuell. Genau, plötzlich also, oh, wir sind alle schon Radsportler gewesen. Nur weil du mal ein Bahnhofsrest irgendwo im Hinterzimmer gespielt hast. Solange es nicht schwimmen ist. Wohl wahr. Okay, aber das heißt, du warst aktiv sehr erfolgreich, hast dann aber deine aktive Karriere sein lassen oder bist du immer noch aktiv? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Offiziell habe ich sie beendet, inoffiziell lässt einen das laufen natürlich, wenn man es prinzipiell nicht schlecht kann und ja wirklich sehr einfach ist und mit jedem Job vereinbaren lässt, nicht los. Also ich meine, ich gehe schon noch laufen, ich finde es auch hier und da lustig, vor allem schnell zu laufen, aber ich
weiß einfach, dass in meinem Alter keine neuen Bestzeiten mehr kommen werden. Und irgendwann habe ich eingesehen, dass mein Körper spätestens mit der zweiten Operation bei den Füßen eindeutige Signale gesendet hat, dass das nicht mehr zielführend ist, was ich hier tue. Aber gerüchteweise läufst du in 12 Stunden so oder so einen Marathon. Ja, ich meine, ja, wie gesagt, es lässt einen nicht los. Und ich meine, als gebürtigen Wiener, aufgewachsen hinterm Rathaus, habe ich schon lange mal geliebäugelt, das zu tun, so einmal durch Wien zu laufen. Und ja, in einer schwachen, ja, ein schwacher Moment letztes Jahr im Herbst hat dazu geführt, dass ich mich angemeldet habe. Aber ja, im Endeffekt als ambitionierter Amateur. Ja, kann man so stehen lassen, glaube ich. Also ich weiß natürlich, jede Minute, die ich schneller laufe, ist, so blöd sich es anhört, angenehmer, weil ich halt schneller fertig bin. Ja. Das heißt, wenn es dann unter 2 Stunden bist, dann ist das, also ist das dann Maximum, weil dann bist du Mittag noch daheim und kannst die Suppe von der Mama essen. Wenn ich unter 2 Stunden bin, stehe ich irgendwo im Braten und aufgegeben, glaube ich. Aber ja, aber du hast auf jeden Fall irgendwann gedacht, dass mit diesen Laufveranstaltungen, das kann ich besser, das will ich besser machen. Wie kam es dazu? Also die Ursprungsidee für dieses Leichtathletik-Meeting mit dem Namen Midsummer Track Night haben wir, glaube ich, geboren. Und wenn ich wirklich sage wir, muss ich ehrlich sein, ich mit dem Stefan Listerbart irgendwie quatschend in St. Moritz am Trainingslager, weil wir uns einfach überlegt haben, okay, unser Verein, die DSG Wien, hat irgendwie keinen Hauptsponsor mehr und wir brauchen irgendwie Geld. Und da ich schon für Transport, Logistik und so weiter für Events zuständig war, wie Wachau Marathon und Wings for Life, dachte ich einfach, ja, lächerlich, wir machen einfach ein Leichtathletik-Meeting. Und weil ich aber nicht eines von vielen machen wollte, war der Ursprungsgedanke dann, was eigentlich super wäre. Ich gestehe es einfach, auch aus finanziellen Gründen wäre auch das. Wir holen sehr, sehr viele Hobbyathleten, im Endeffekt ambitionierte Leute, für Rundläufe auf die Bahn, weil ich meine, an Nightrun kann ich laufen und ich kann halt sagen, dass ich dort 5000 Meter gelaufen bin. Es sind halt 4,8 circa. Und lassen wir doch in einer so schönen objektiven Sportart Leute ehrlich den schnellsten Kilometer ihres oder halt seines Lebens laufen oder halt 5000 Meter. Und gleichzeitig dachte ich, na gut, als Zugpferd muss ich mir halt irgendwie ein Zuckerl überlegen, warum ich als Hobbyläufer halt nicht beim 10., 12. Meeting oder Straßenlauflauf, sondern halt bei der Track Night auf der Bahn. Und haben mir gedacht, okay, gut, ich engagiere Pacemaker, die halt irgendwie jeder in der Szene kennt, sprich an Andy Walter, haben mich selbst zur Verfügung gestellt, damals die Jenny Wendt, der Stefan im Listerbad, eben einfach wirklich Leute, auf die vielleicht vor allem diese ambitionierten Hobbyläufer halt irgendwie, die kennen sie und die haben sie schon mal gesehen oder auch mal quatscht, aber dann von denen sich zur Bestzeit ziehen lassen oder auch Julia Meyer hat dann auch gepaced am Ende mal, ist, glaube ich, halt schon irgendwie was Besonderes, ja, und dann das war halt so die Ursprungsidee. Also einerseits natürlich dieser finanzielle Aspekt, andererseits, ich bin als Leichtathlet wirklich in sehr, sehr viele verschiedene Länder gereist für Meetings und dann kriegt man halt mit, okay, es gibt halt schon noch sowas wie Stimmung, wenn man dafür sorgt. Und wenn man ein bisschen aus diesen, vor allem in östlichen Teilen dieses wunderschönen Landes praktizierten Regeln für Leichtathletikveranstaltungen sich bewegt, gibt es halt Möglichkeiten, wie ich das halt irgendwie, ich sage es jetzt wienerisch, leibern aufziehen kann. Also halt die Zuschauer nicht, wenn sie kommen, irgendwo stehen lassen, sondern halt auf Bahn 3 beordern, wo sie dir halt wirklich ins quasi ins Gesicht reinbrüllen, um dich anzufeuern und du das halt wirklich, ich sage immer Tour de France-Feeling, miterleben kannst. Ja, nicht auf der, ich meine, das ist ja eine Eigenheit des Dachraums, glaube ich, dass anfeuern und Stimmung machen, wenn sich's nicht vermeiden lässt, okay, aber eigentlich eher nicht so. Und der Flo hat ja erzählt, in, wo war das, Spanien? Oder beim Transvulkanier. Transvulkanier. Da habe ich auch geglaubt bei der ersten Labestation, ich habe gerade die Tour de France gewonnen.
So haben sie mich angefordert. Ich war aber 1020. von 1400 oder sowas. Also es war 70 Kilometer Ultra, es war Kilometer 10, also da hast du noch nichts gewinnen können. Aber die haben mich zugejubelt, als hätte ich was gewonnen. Ja, und ganz ehrlich, es ist ja auch, also das finde ich ja wirklich persönlich, ja, am allerschönsten in dieser Sportart. Für den einen ist halt vielleicht eine 2,30 auf 1000 Meter das absolute Maximum und dann eben persönliche Bestleistung. Und für die andere ist es vielleicht 6,30. Nur so oder so, jeder verausgabt sich auf diesem einen Kilometer halt Vollgas, ja. Und deshalb finde ich, gebührt es auch, jeden und jeder halt genauso zuzujubeln. Und ich sage auch, ich bin in Deutschland, wo ich meine 5000 Meter Bestzeit gelaufen bin. Da waren wirklich Zuschauer auf Bahn 2. Ja. Durchgehend, ja. Und das ist halt super. Ja, und das finde ich gerade an den Ultra eigentlich normal, also als Leibernster, weil dort wirst du als die letzten paar werden eigentlich fast mehr noch bejubelt, manchmal als die ersten, habe ich das Gefühl. Also ich kann mich erinnern beim Trail Maniac am Wörthersee, das war mein zweiter Ultra, 57 Kilometer oder sowas, und der letzte ist reingekommen, als gerade Siegerehrung war. Der hat Standing Ovations bekommen, also ich glaube, keiner dort hat den Finish-Applaus bekommen wie er. Aber der hat sich halt die Strecke, wo jeder so durchschnittlich vielleicht 6-7 Stunden braucht, hat der halt 10 braucht. Aber eh wurscht, jeder geht an seine persönliche Grenze und jeder kommt dann irgendwie ins Ziel und gibt halt einfach sein Bestes. Und das finde ich dann, das hat mir damals halt so imponiert. Ja, das hat der Rotte hat das erzählt. Er ist einmal mitgelaufen beim Wings for Life Run, ganz hinten. Mhm. Und hat einfach die Letzten begleitet. Und er hat gesagt, also die Emotionen, die du dort hast, die einfach sagen, ich wollte irgendwann einmal 3 Kilometer weit laufen, überhaupt. Der braucht für die 3 Kilometer die halbe Stunde oder diese 35 Minuten. Und der freut sich aber mehr, wie die Leute, die, weiß ich nicht, bei Kilometer 50 eingeholt werden. Weil natürlich, die sind sportlich und die haben wahrscheinlich auch trainiert und die sind halt ihr ganzes Leben schon sportlich und der andere hat es geschafft, dass er seinen Arsch hochkriegt und irgendwann einmal 3 Kilometer weit läuft. Und der ist noch aber von der Emotion sicher mehr gepackt. Ich habe allerdings eine Sache gerade vorher gehört. Flo, wie ist denn dein 1000 Meter Bestzeit? Ich habe offiziell keine 1000 Meter Bestzeit. So. Ja, ich habe doch gerade gehört, es gibt offenbar einen Pacer auf 2,30. Das wäre doch was für dich, oder? Wenn wir von 200 Meter reden, dann bin ich bei einer 2,30 voll dabei. Ach, du schaffst das schon. Du hast doch jetzt Geschwindigkeitstraining im Winter gemacht. Ui, das ist ja so lang her, weißt du, das wirkt nicht mehr. Das Geschwindigkeit, wenn du das trainierst, das vergeht nach 2-3 Wochen wieder. Du trainierst noch nicht so lange mit Trainer, du weißt das nicht. Fragen wir mal einen Experten, ist das so? Was genau? Ich wollte nämlich eigentlich sagen, du hast doch gerade erst vor 5 Minuten erzählt, du bist extra zur Leichtathletikbahn wegen den Intervallen gefahren. Also. Was interessiert mich mein Geschwätz von vor 5 Minuten, ehrlich, wirklich? Kommt es mir jetzt nur mit dem, was ich gesagt habe? Aber verlernt man das so schnell? Also wird man so schnell langsamer? Nein. Ehrliche Frage jetzt? Ja. Ich glaube, es gibt einen gewissen Punkt. Also ich habe Sportwissenschaften studiert, es kommt trotzdem eine absolut unwissenschaftliche Aussage. Ich glaube, einen gewissen Grundstock an Geschwindigkeit hast du immer. Also ich glaube, du kannst mich jederzeit in der Nacht aufwecken und ich laufe den Kilometer im Sneaker unter 3 Minuten, wenn ich es wirklich muss, oder wahrscheinlich in 2,50. Das Problem ist, um wieder auf meine 2,29, die ja, weiß Gott, nicht berühmt sind, zu kommen, bräuchte ich eine Zeitmaschine, weil das wahrscheinlich nicht möglich ist. Ja, aber ich glaube schon, dass du eine gewisse Grundschnelligkeit immer behältst, wenn du sie halt halbwegs auch trainierst und wenn es... Ich glaube, also die letzten 2-3% oder 5% verlierst relativ schnell wieder, aber die Basis, die du aufgebaut hast, die behältst du doch nochmal. Mhm. Sonst wäre es auch wirklich bitter, wenn alles Training umsonst war. Das fragt man sich, für was man sich das Ganze antut, wenn es dann, wenn es geht so und es ist alles wieder weg. Das frage ich mich während dem Training schon. Ja, aber das sind andere Dinge. Du fragst dich eher, wie hat mich da reingeritten, warum habe ich so blöd sein können, schimpfst mich ein bisschen, den Podcast, das Leben. Den Trainer.
Trainer. Und ihr seid auch alle schuld dabei. Richtig. Ihr habt es mir da eingeritten. Aber du stehst drauf. Nein. aber zu diesem, also zurückkommen zur TrackNet. Ihr habt es hochgezogen, habt gesagt, okay, wir machen einen 1000 Meter und eine 5000 Meter Geschichte für jedermann. Also jeder kann sich anmelden, mit Lizenz, ohne Lizenz, mit Verein, ohne, völlig wurscht. Ja. Anmelden, hinkommen. Du hast aber auf einer Bahn hast du ja nur bedingt Platz. Also es ist ja kein Nightrun, wo du sagst, okay, 10.000, kein Problem auf einer Bahn. Wie viele Leute hast du einen Platz? 20? 25? Ja, im Endeffekt ist so, ich meine, ich glaube in dem einen Jahr, wo wir dann wirklich 6 verschiedene 1000-Meter-Läufe hatten, weil du musst es ja auch irgendwie von der Zeit her ein bisschen trennen, damit es noch einen Sinn ergibt. Oder auch für heuer, für den erstmaligen Fünfer, den wir jetzt vorgelagert machen, sind es, ich sag mal, 25 Plätze, 30 Plätze pro Lauf ist so das Maximum, weil du musst ja schon irgendwie Runden zählen und so weiter. Und es wird sonst einfach zu viel, weil ich meine, der Vorteil auf der Bahn ist ja auch, du hast halt, also 5000 Meter hast du, wenn du halt auf Bahn 1 läufst, wenn du alles auf Bahn 2 läufst, hast du schon wieder ein bisschen mehr. Mhm. Und ja, das macht dann einfach keinen Sinn. Also grob haben wir meistens so 20 bis, sagen wir maximal 30 pro Bewerb wirklich dann gehabt. Was und ich vielleicht noch vergessen habe, was... Ja. Und wie viele Bewerbe? Es hat variiert. Also ich kann mich erinnern, im zweiten Jahr, glaube ich, hatten wir wirklich 6 verschiedene 1000-Meter-Läufe und 3 5000er. Mhm. Und meistens war es aber so, also schon von Jahr 1, also natürlich war das eine Ziel, ich bringe jetzt die Hobbyathleten und ambitionierten Läuferinnen auf die Bahn, aber ich wollte halt auch dieses, genau das, was über Marathon so gerühmt wird, ja, dass ich stehe mit dem Profi auf derselben Bahn, das geht halt nicht, wenn ich jetzt die 1000 Meter in 6 Minuten laufe, es war halt immer so getimt, okay, zuerst läuft jetzt jemand 6 Minuten, 5 Minuten, 4 Minuten am Kilometer und dann ist halt das Rennen mit den, sag ich mal, besten Läufern Österreichs, die halt dann wirklich 2,26 laufen. Und dann sehe ich halt auch wirklich, und das ist ja, glaube ich, das Faszinierende am Laufsport, meine Leistung und direkt danach auch noch die von der Elite, sag ich mal, und kann das auch irgendwie dann sehr, sehr gut einordnen. Ja, wobei, wie gesagt, meiner Meinung nach ist es trotzdem so, dass die Beste für 4 Minuten, da ist dann der oder die genauso fix und fertig, wie halt die halt dann austrainiert auf 2,26 oder weiß ich nicht, Weltrekord 2,17 laufen. Oder noch schneller. Ja, wobei die Reihenfolge finde ich natürlich auch sehr cool. Also jedes Rennen bis jetzt, das ich miterlebt habe, wo die Reihenfolge so war, dass die schnellsten am Schluss kommen und alle anderen dem zuschauen können, ist stimmungsmäßig mal was ganz anderes, weil sonst da laufen die weg und bis der Rest im Ziel ist, sind die im Hotel. Oder genau, das daheim ist ja, ich oder weiß nicht. Ja. Ich unterstehe es jetzt auch ein bisschen sowas wie im VCM oder auch allen anderen großen Marathons. Ja. Natürlich stehe ich in Berlin mit Bekele an der Startlinie. Nur ich sehe ihn halt vielleicht, wenn ich halt irgendwie 500 Meter weg an Screen sehe, wo er wegläuft, während ich halt im Startblock D darauf warte, dass ich langsam vorgehe und dann 10 Minuten später loslaufe. Also das ist ja auch eine eher romantische Vorstellung, dass ich dann wirklich sage, ich laufe dasselbe Rennen. Und eben, man sieht halt dann nichts. Ja. Und ja. Das ist ja zum Beispiel das, was ich wiederum beim Wings for Life sehr cool finde. So komplett off-topic, weil dann sind mehr oder minder alle versammelt, mittlerweile halt am Radhausplatz, und sehen dann nach ihren, wie viel Kilometer auch immer, die Leute, die halt so wie ihr, wirklich ans Sitzen haben und dann halt 80 Kilometer laufen, ja, als Trail oder als Ultra. Ja, aber nicht so schnell. Das ist ja, deswegen kommen wir nicht so weit. Nur, aber ich find, bei den Ultras ist das genauso. Ich hab eine Zeit lang bin ich zu den großen Ultras gefahren, die ich davor halt auf Social Media beobachtet habe, und da fragst du halt das Elite-Rennen und dann bist du dort und laufst das Teil selber und es fühlt sich wie ein total anderes Rennen an als das, was du letztes Jahr dir angeschaut hast, weil du nichts mitbekommst von da vorne. Du siehst die vielleicht ganz kurz am Start, weil die kommen ja auch erst 5 Minuten vom Start, stellen sich hin und laufen los, und die haben ja die Special Vorgehwege und so. Und das ist in gewisser Weise, ich meine, es war toll, dann dort zu sein und alles zu sehen, aber in gewisser Weise war es auch ein bisschen ernüchternd. Ja, wobei nur bei den Großen, also wenn das ein kleinerer Trail-Wettkampf ist es wird tatsächlich so,
bei 150 Startern kannst du quasi mit wem auch immer da ist quatschen, nur dann ist es Elitefeld halt auch nur mehr 7 Leute groß. Und bei einem UTMB ist es Elitefeld, weiß ich nicht, 200 Leute groß und das ist dann wirklich ein eigener Startblock. Aber ich rede jetzt von Rennen, wo halt wirklich die Weltspitze ja dort ist. Also, dass ja. ich jetzt, wenn ich, keine Ahnung, beim Feitscher Grenzstaffel auf, nicht, schon sehe ich das, aber da läuft jetzt keiner mit, der irgendwie international bekannt ist. Das sind halt schon dann die UTMBs und Transvulkanias und Materas dieser Welt. Da habe ich nichts mitbekommen von einem Elite-Dings. Die sind im Ziel, da bin ich vielleicht die Hälfte beim unterwegs. Kogel? Ja, da war ich nicht. Ja, selber schuld. Das ist ein Fehler. Das war, ja, richtig, das war jetzt ein Fehler. Danke. Gerne. Ich lade noch nie mehr ein. Du fallst mir, glaube ich, schon zum zweiten Mal in den Rücken. Das ist, ja, das höre ich schon das ganze Leben, dass ich das mache. Das ist nicht ohne Grund, merkt er das. Ich ignoriere es auch ebenso lange schon. Ja. Guter Ansatz. Wobei, wir haben im Vorgespräch über einen Berglauf gesprochen und da ist mir das ja aufgefallen, beim Glockner ist es ja so, Glockner Berglauf. Da laufen zuerst die schnellen, dann die mittleren und langsamen Amateure los, dann machen sie eine halbe Stunde Pause und dann kommt die Elite hinten nach. Weil dann stehst du oben auf dieser beim Ziel und kannst halt wirklich runterschauen und siehst halt wirklich, wie die quasi die letzten 2-3 Kilometer da diesen Berg raufpflügen und denkst, das darf echt nicht wahr sein, was ihr da gerade macht. Und die haben endlich einmal ein Ziel, wo Leute drinnen sind, ja. Genau, das ist ja der Ansatz, weil wenn die Profis zuerst laufen, ja, oder halt auch jetzt am 13. Mai, wenn die schnellsten als Erste laufen, ja, die gehen heim, ja, die denken sich, okay, passt, ich muss regenerieren, ich muss jetzt, weiß ich nicht, Eisdonne, keine Ahnung was, sind halt weg und schauen dann den langsameren nicht mehr zu und wenn ich es halt umdrehe, dann glaube ich, ist es genau so, weil, ja, bringen wir es auf den Punkt, dann wollen die das ja auch sehen, ja, weil wenn ich jetzt wirklich schon Hobbyathlet bin oder halt sehr, sehr ambitioniert unterwegs bin, dann will ich trotzdem sehen, okay, sehe ich irgendwas, warum er oder sie nochmal 2 Minuten schneller ist am Fünfer. Ja? Und dann schaue ich mir das halt auch aus Eigeninteresse sicherlich an. Ja. Und andersrum, glaube ich, habe ich das nicht. Ja. Ja. Ich meine, so, um eine kleine Lanze für sowas wie den Marathon zu brechen, wenn das die da das erste starten bei den Massen, die meisten unterwegs sind, da kommt ihnen kein Literläufer, wenn der an den 6 Minuten pro Kilometerläufer irgendwie Schlangen laufen muss. Da kann es keine Beste aufstellen, kommt da keiner. Wobei, das ist ja auch ein schöner Punkt in Wien, wenn du, Entschuldigung, wenn ich ins Wort gefallen bin, aber wenn du halt dann siehst, die laufen rein bei äthiopischer Sieger bei 204, 205 und dann siehst du die Halbmarathonläufer und auf einmal drehen die sich seitlich um nach rechts am Ring und applaudieren dann dem. Also das finde ich ja auch irgendwie, dann habe ich schon wieder diesen Effekt, okay, es ist dasselbe Rennen, irgendwie selbe Strecke, mehr oder minder. Was ich nur beim Marathon immer so ein bisschen lustig finde, auch in Wien, weil jetzt haben wir für den Wien-Marathon haben wir 2-3 Elite-Läufer, haben wir jetzt irgendwie abgesagt oder sowas. Das sind, ich meine, vielleicht verfolge ich das nicht so intensiv, aber ich denke mal, ich kann mit den meisten Namen ja überhaupt nichts anfangen. Und die Marathons kaufen sich diese Leute immer ein, um irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen aufsehen zu erregen, keine Ahnung. Und dann stehen da Leute davor, noch nie gehört, unaussprechlicher Name. Ich meine, das ist für uns als Podcast gut, weil wir haben ja einen gewissen Ruf, Namen nicht gut aussprechen zu können. Aber das finde ich dann immer irgendwie so, weiß nicht, witzig, keine Ahnung, komisch. Aber kennt man die Leute in der Szene sehr gut? Ich wollte jetzt sagen, also im Endeffekt, es spielen ja mehrere Faktoren hinein. Ja, das würde jetzt einen eigenen Podcast füllen, warum der Wien-Marathon eine gewisse Elite zum Beispiel haben muss. Ich meine, ganz, ganz einfach ausgedrückt für alle Zuhörer oder innen, wenn ich halt ein Gold-Label-Veranstalter bin, dann brauche ich erstmal eine Durchschnittszeit, die ich halt stehen habe, nagelt es mir nicht fest, aber ich sage jetzt einfach mal Top 10 oder Top 20, dann brauche ich noch dazu sogenannte Gold-Label-Athleten. Das sind jene, die zum Beispiel bei einem WM-Marathon, so wie es der Valentin Pfeil mal war, Top 30 sind. Dann habe ich diesen Gold-Label-Marathon-Status oder wie auch immer der genau heißt. Und ich brauche auch eine gewisse Anzahl an verschiedenen Ländern. Und deshalb kommt es ja dann zustande, warum, also die Länder sind relativ lächerlich, der hat der Wien-Marathon, weil wahrscheinlich alleine, wenn ich Werbung mache und die halbe oder jeden, der bei der UNO arbeitet oder bei der OPEC und der kann laufen oder auch OMV, dann werde ich da genug Nationen haben. Aber halt die Elite, die muss ich mir einkaufen. Und dass ich den Namen ändere, also ganz ehrlich, ich kenne die auch nicht mehr.
ich kenne selbst ein paar Bahnläufer nicht mehr, weil wenn du einmal raus bist, wo du so ganz tief mal drinnen warst, dass du eh viel zu viel weißt über andere Athleten, weil du auch gegen sie startest, das ist, glaube ich, normal. Also ja, aber jetzt was bringt Wien dann dieser Gold-Label-Status? Also das heißt das dann nicht, es kommen mehr Hobbyläufer? Welcher Hobby oder auch ambitionierte Hobby-Marathonläufer schaut drauf? Die schauen vielleicht, wie die Strecken benannt ist, wann er gut liegt, aber schaut da irgendwer, ob das ein Gold-Label-Status, welche Elite-Läufer da laufen? Ja, ist ein guter Punkt, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es in dem Lukrieren von Sponsoren schon eine Aussage ist, und ich sage, okay, es gibt halt die 5 Major-Marathons, oder sind 6, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nachzählen. 6 müssten es sein. 6 Stück sind es, ja, glaube ich nämlich auch, dass ich falsch bin. Und Dankeschön. Und darunter bin ich halt Gold-Label, Silver-Label, glaube ich Bronze. Und okay, dadurch glaube ich schon, dass ich halt mehr sagen kann, wenn ich sage, ich meine, Wien, das muss ich ja von selbst verkaufen, weil ich bin gefühlt jedes zweite Jahr im Schnitt lebensvollste Stadt der Welt gerankt und bin dann irgendwie einer der, sag ich mal, 7, also Top 7 bis 20 Marathons, dann verkauft sich das, glaube ich, einfach ganz gut. Okay. Aber es ist jetzt alles Mutmaßung. Mhm. Ja. Also ich vermute ja, dass Wien sich verkauft eben über die Stadt an sich und nicht über die Zeit, weil die Strecke ist ja keine schnelle Strecken vergleichsweise zu Berlin oder zu London oder was auch immer. Also, ja, zu vielen anderen. Ja, also das, das liegt, die, das liegt der zentral Marathon in Europa. Der Marathon muss sich ja auch irgendwie eher über die Stadt und das Flair und macht da Urlaub verkaufen, weil die Strecken ist halt nicht. Und die Elite ist es auch nicht, weil die Top 5 weltweit kriegen es auch nicht, weil die wollen die schnellere Strecken haben. Also deswegen, das ist ein bisschen weird. Und ein Major-Marathon ist auch noch nicht, weil ich sowas wie New York ist jetzt auch per se keine schnelle Strecke, aber da gewinnst du dann einen Major. Ja, aber da geht es ja um andere Dinge, New York und Boston. Ist ja. Aber die Frage ist jetzt, die sich mir aufdrängt, wann kriegt Midsummer Track Night den Gold-Label-Status? Also die Midsummer Track Night ist offiziell World Athletics Category E. Ja, also wie man so schon sagt, das E ist natürlich dann klar, dass es da noch ein D, C, B und A davor gibt. Wobei ich weiß gar nicht, ob es ein A gibt, weil es gibt dann drüber noch die World League, glaube ich, und dann die Diamond League. Und hier kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, was lustig ist, damit zum Beispiel nur Category oder Continental Tour, glaube ich, gibt es auch noch, genau, weil das ist das Meeting. Also wir sind ja eines von 4 Austrian Top Meetings, sozusagen. Und wo steht Top für irgendwas? Also ist es eine Abkürzung oder ist es einfach ein Label? Das ist ein Label vom österreichischen Leichtathletikverband. Okay. Mhm. Dass sie einfach eine Meetingsserie haben, die heißt Austrian Top Meetings. Okay. Und Eisenstadt, das eines von diesen 4, ist eben Continental Tour und da brauchst du aber dann wirklich einen richtig, richtig großen Anteil an Sponsorgeldern, die du vorweisen musst und auch diverses Preisgeld. Also in der Bahnleichtathletik ist es wirklich so, du steigst auf, wenn du die entsprechend einfach die Geldmittel hast, beziehungsweise eben Preisgelder ausschüttest. Okay. Das klingt irgendwie extrem unsexy. Ja, ich meine, bis zu einem gewissen Grad auch irgendwie verständlich. Ist die Bahn Leichtathletik auch. Ja, aber Leute müssen auch davon leben können. Und wenn du jetzt irgendwie Läufer bist, der davon lebt, zu Meetings zu fahren, dann willst du nicht zu einem Meeting fahren, wo du 100 Euro kriegst. Das verstehe ich schon auch. Und genauso machen es ja die Elite-Marathonläufer auch. Die leben davon, das ist halt deren Geschäft und die müssen da Geld damit machen. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht so verwerflich. Ja, eben. Und ich meine, im Endeffekt, es ist halt dort genauso. Ja. Je besser die Athleten, desto mehr wollen sie eben auch verdienen oder müssen sie verdienen. Und deshalb ist es eben auch so, dass natürlich, ja, ich meine, in der Diamond League, da gibt es zigtausende Dollar und haben halt die weltbesten Athleten. Aber ich maße mir auch nicht an, dass ich meine Track Night, die sich in den letzten Jahren kurzfristig mal gewandelt hat, dass die jetzt irgendwie da ganz hoch aufsteigen muss. Aber ich möchte halt einfach trotzdem das, was ich eben am Anfang ganz klein hatte, mit ich habe Hobbyathleten, die dann den Stars sozusagen zuschauen, die sie im besten Fall erkennen,
dass ich halt wirklich diese Verbindung habe aus ambitionierte Läuferinnen in dem Fall kommen auf die Leichtathletikanlage und schauen sich dann aber wirklich Weltklasseathleten an. Und das Ding ist, ich habe es ja eingangs gesagt, wir müssen uns nicht klein machen. Ich meine, bei mir wirft eine Victoria Hudson dann beim echten großen Meeting bei der Tracknet am 14. Und ich meine, die war Olympiateilnehmerin. Da Andi Walter läuft da, das Olympiateilnehmer. Letztes Jahr die Hürdensiegerin ist Olympia-Bronzemedaillengewinnerin gewesen. Also da sind schon Weltklasseathleten da, die ich anschauen kann. Mhm. Egal jetzt, was für ein Label das ist, ja, das ist ja dann. Ja. Das hat gerade den Sprung gemacht. Für alle, die es noch nicht wissen oder kennen, am Anfang war das Ganze so aufgezogen, dass du gesagt hast, es gibt eine Veranstaltung, wo eben jeder mitlaufen kann. Und am Schluss quasi gibt es einen Lauf, wo wirklich die Schnellsten der Schnellen laufen und dann Party und Hurra. Und viel feiern. Und dann hat es sich gewandelt im Sinne von, es darf nicht mehr jedermann Sport treiben und Veranstaltungen mitmachen, sondern es dürfen nur mehr Profis machen. Und dann hat sich die Tracknet, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, gewandelt zu einem Elite-Rennen, Genau. Weil das war das einzig Mögliche. Ja, es war extrem seltsam. Also eben am Anfang war es wirklich dieser gute Mix aus. Ich habe diese eben ambitionierten Hobbyrennen über 1000 und 5000 Meter. Einmal haben wir auch 10.000 Meter dann ausgetragen. Und das war so, dass dann trotzdem, also es gab schon immer einen Speerwurf, es gab einmal einen Weitsprung, es gab Sprints, also trotzdem Leichtathletik-Meeting, aber eben hauptsächlich auch für jeder Mann und jede Frau gemacht. Und dank der Pandemie hatten wir jetzt 2 Jahre, die auch ganz anders ausgeschaut haben. Im ersten Jahr durfte ich dann keine Hobbyathleten mehr starten lassen. Es war nur noch Profisport. Dafür war es aber lustigerweise so, dass ich Zuschauer haben konnte. Das war 2020, ja, genau. Das ging sich halt genauso aus mit Verordnung Nummer 784. Und letztes Jahr war es überhaupt so, da ging es nur noch um Profisport. Also da war gar nichts mehr möglich und es konnte auch niemand zuschauen, was wer das LAZ in Wien oder den alten Kriegerplatz kennt, der eh lustig ist, weil ich kann auch einfach durch den Zaun zuschauen, wenn ich es denn möchte. Es ist auch nicht weiter weg wie die Tribüne und du bist auch gleich direkt bei der Impf- und Teststraße. Also top platziert. Wir wissen alle, Corona hält sich dann den Zaun und wenn du da vor dem Zaun stehst, dann geht das genau. Corona nicht durch. Jetzt seid's mir bitte nicht böse, aber das ist einfach Fakt. Ja, das ist absoluter Fakt, genauso wie, dass es natürlich Fakt ist, dass Helfer nicht limitiert waren von der Anzahl der Personen am Platz. Und mehr muss ich, glaube ich, nicht ausführen, wie es dann gelöst wurde für die letzten Bewerbe. Man braucht dann 150 Helfer, das ist einfach so, das ist auf einer Band. Rundenzählen ist anstrengend, da braucht jeder Athlet seinen Rundenzähler. Find einmal den Weg, was ist, wenn du dich verlaufst? Ja, ganz auf einer Bahn? Richtig. Also ich muss sagen, es gibt einen Typen, den ich das zutraue, sich auf einer Bahn zu verlaufen, das ist der Demeter. Der Demeter. Das ist einer, ein, den wir über Twitter kennen. Der Typ schafft es, sich so selbst auf einer Laufbahn zu verlaufen. Ja, aber auch stark. Und er ist auch echt guter Sportler. Ja, also, er ist top Sportler. Zweitägiger Marathon. Also, Navigationsmäßig. Wenn er einen Weg findet, ist er schnell. Er muss ihn halt nur finden. Das ist sein größtes Problem. Okay. Spannend. Naja, wenn er morgen startet, dann sehe ich ihn eh, falls er einen Weg findet. Aber so haben die letzten 2 Jahre halt ausgeschaut. Und das ist, also einerseits hat es mir natürlich als selbst, sage ich mal, sehr, sehr guten, zumindest nationalen Athleten Spaß gemacht, dass ich halt internationale Größen irgendwie lotsen konnte. Es war auch wahnsinnig leicht, muss ich sagen. Vor allem letztes Jahr, weil Österreich halt eines der einzigen Länder war damals im Mai, wo halt Planungssicherheit zumindest für Profisport war. Das gab es ja sonst nicht. Deshalb will ich jetzt auch wirklich beides haben. Also ich möchte diesen Aspekt, dass ich eben nach wie vor für jedermann und jede Frau das Meeting öffne und halt da das habe, plus halt dieses wirklich nach und nach stetig wachsende international halbwegs ansehbare Meeting. Und deswegen ist es jetzt ja 2 Tage. Ja, genau. Das weiß ich gar nicht mehr, warum ich diese Idee hatte. Ich habe mir einfach gedacht, okay, es ist ja das Leichteste der Welt, wenn jetzt so wie, ich habe mich ein bisschen blenden lassen vom letzten Jahr, wie leicht es war, Starterfelder zusammenzustellen.
und habe dann einfach gesagt, ja gut, wir machen jetzt am Freitag, den 13., machen wir eben die 5000 Meter Bewerbe mit den Pacemakern. Das sind ja dieses Jahr immer in der Lissabat Stefan, der Steinhammer Christian, also durchaus sehr, sehr gute oder zumindest bekannte österreichische Läufer. Und Roland Fenzel darf ich jetzt nicht vergessen, sonst ist jemand böse, falls er es hört. Und die pacen halt dann am Freitag. Und dann hatte ich jetzt als Idee, die da das kleine Startgeld, was sie uns halt zahlen, entrichten, die dürfen dann als Zuseher, weil am Samstag gibt es halt Tickets, dürfen halt kommen und quasi umsonst aufgrund der Tatsache, dass sie sich die 5000 Meter am Vortag gegeben haben, zuschauen. Und dann ist halt die Hoffnung, dass wir am Samstag richtig schöne Party feiern, Open Air, sowohl mit den ganzen Läufern vom Vortag als auch den Athleten vom Meeting, zumindest die halt was zu feiern haben. Nachdem die Teststraße gleich daneben ist, ist es perfekt. Zuerst Party feiern, dann schnurstracks über die Teststraße und heim in die Quarantäne. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob die noch steht in einem Monat, aber. Kann ich, weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber wir sind seit diesem Jahr ein niederösterreichischer Podcast, von daher wir wissen nichts mehr über Wien. was mich interessieren wird, ist beides am Abend? Also ist Samstag auch am Abend oder ist Samstag dann tagsüber? Genau, also Freitag ist natürlich einerseits für die Arbeitenden unter den Läufern am Abend, aber vor allem eben dem geschuldet, ich meine 5000 Meter laufe ich ungern um 1 Uhr zum Mittag, wenn es vielleicht dann trotzdem 25, 30 Grad hat. Also die Bedingungen für Freitagabend sind ja sicherlich perfekt, ja. Fingers crossed, dass es auch nicht regnet und nicht stürmt, aber das passiert in Wien ja beides selten, zumindest das Erstere. Und das andere Meeting, dadurch, dass wir ja die 5000 Meter Staatsmeisterschaft auch dabei haben, beginnt am Nachmittag um 3:30 und endet dann eben wie am Tag davor zur selben Zeit, so 20:10 ist dann der letzte Start. Und das ist auch im Mai wirklich super, das haben wir jetzt zweimal gemacht. Da ist es dann wirklich eigentlich von den Bedingungen top und es ist so leicht mit Flutlicht schon und wirklich, glaube ich jetzt wirklich für Rundläufe die beste Stimmung, die ich halt auf einer Leichtathletikbahn in Österreich habe. Und das in den letzten Jahren sicherlich. Und so ist das Platz ja eigentlich auch ziemlich geil. Du hast ein bisschen der Bühne, du hast ein bisschen Grünfläche, du kannst danach auch irgendwie, hast genügend Platz, dich irgendwie aufzuhalten und was trinken, essen, was auch immer. Also da. Genau. Du hast da ein bisschen den DDR-Charme in die Umkleiden. Alles, was du brauchst. Ich bin sehr fasziniert in der Umkleide von dem Bügeleisen. Es gibt ein Bügeleisen in der Umkleide? Ja, im LAZ über diese Container für Gewand. Wie heißen die Teile? Spinde. Container für Gewand, oder? Also es ist ja ein Punkt, dass du siehst mir nicht, wie entsetzt ich schaue, oder? Steht da Bügeleisen. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber es ist da, seit Jahren. Wie auf alles habe ich auch hier eine intelligente Antwort. Ich meine, es könnte dazu verwendet werden, das ist wahrscheinlich auch Blödsinn, um für die Weitsprunganlage das Plastilin irgendwie gerade zu machen, aber es ist sicher ein Blödsinn, was ich sage. Was für ein Plastilin? Achso, beim Absprung? Beim Absprungbrett. Aber ich glaube, das machst du mit der Spachtel. Aber weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach nur vom Harald sein Bügeleisen, was er hier und da dort braucht für einen Anzug. Ich dachte mir einfach, dass es für den feinen Herrn Kampfrichter, dass der kurz vorher noch seinen Anzug aufdampfen will. Nein, es ist der ehrenwerte Herr Beuter, der dann zum siebten Titel laufen will. Der braucht natürlich ein schönes Laufshirt. Frisch gestärkt. Ja, richtig. Ja. Damit er die Gegner niederbügeln kann. Alles klar. Gut, der Andi bügelt auch mit, hast du gesagt, am 13.05. wieder. Und zwar nur als Pacer oder dann, also wenn es jetzt zwei Tage ist, ist es dann so, wie es am Anfang geplant oder ausgedacht war, dass dann die Elite-Läufer im Endeffekt nur Pacer sind oder laufen die am Vortag als Pacer mit und am nächsten Tag dann quasi for real nochmal? Es ist leider alles, glaube ich, falsch. Nein, es ist so, dass wir am ersten Tag haben wir Athleten, also
Spitzenathleten wie den Stefan oder den Christian, die pacen. Und die laufen aber am nächsten Tag nicht mehr. Die sind so wie ich im Endeffekt zurückgetreten oder am Ende ihres Schaffens. Und am nächsten Tag, am 14., ist dann zum Beispiel eben das Rennen sehr stark auf den Andi ausgelegt. Also wir wollen konkret den, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alten Stadionrekord von 13:29,8 endlich verbessern. Und darauf ist das Rennen ausgelegt. Das sind Staatsmeisterschaften, wo, also Frauen und Männer. Und das heißt, die laufen dann da mit am Samstag. Aber von denen wird keiner am Freitag laufen. Okay, aber weil du gesagt hast, Staatsmeisterschaften, es laufen aber internationale Leute mit. Es sind halt einfach nur in dem Rennen auch genau. Staatsmeisterschaften. Das hat auch sehr, sehr lustige Auswirkungen, oder warum es dazu kam, ist spannend, um es so zu formulieren, weil es gibt mittlerweile ja keine internationalen Limits mehr oder jetzt wieder, aber hauptsächlich World Rankings. Also ich muss im World Ranking, das ist ein bisschen so, man versucht es wie im Tennis zu machen, es gibt eben für Leistungen Punkte nach dem internationalen Punktesystem und es gibt aber Zusatzpunkte. Und das ist jetzt bei meinem Meeting sehr spannend, weil Category E oder I bringt halt 25 Punkte für den Sieg und halt dann geht's runter bis Platz 6. Aber dadurch, dass Staatsmeisterschaften sind, gibt es mehr Punkte fürs World Ranking und dann ist eben ganz lustig, wir haben die Meisterschaften offen, damit eben im besten Fall der Andi oder auch die Julia Meier bei den Frauen ein internationales Feld hat. Und dann ist es jetzt in dieser wunderschönen, objektiven, messbaren, weltweit vergleichbaren Sportart so, dass der Andi, wenn er Zweiter wird im Rennen, kriegt er aber 60 Punkte, weil er Staatsmeister wird, wenn er halt gegen einen Spanier zum Beispiel verliert, der dann 25 Punkte kriegt. Und die Punkte sind deshalb interessant, weil die Punkte im Endeffekt, hohe Mathematik, die Zeit quasi verbessern. Also ganz nüchtern betrachtet war es letztes Jahr so, dass Andis, ich glaube, er ist 13:36 gelaufen, waren aufgrund der Punkte, die er bekommen hat für den Staatsmeistertitel, dann 13:27 wert. Ich sehe erstaunte Gesichter. Es ist wirklich so kompliziert, wie ich es jetzt erklärt habe. Im Endeffekt, es ist eine offene österreichische Meisterschaft. Dadurch haben wir halt dann wahrscheinlich bessere Zeiten und ein noch größeres Feld. Das, was ich eigentlich raushöre, ist, dass es eigentlich keine offene Österreich-Staatsmeisterschaften, sondern Weltmeisterschaften sind. Nein, mitnichten, weil vor allem dieses Jahr wird es halt so, also es war letztes Jahr wirklich so, dass nur der Andi im A-Lauf war, weil es halt wirklich komplett auf die Olympianorm ausgelegt war. Oder halt, die Olympianorm war ja nicht Thema, sondern es war halt eigentlich das Ziel, dass er aufgrund dieser Staatsmeisterschaftspunkte die Zusatzpunkte kriegt und dann eben eine langsamere Zeit, dass die Olympianorm ihn dazu berechtigt, in Tokio zu laufen. Was dann am Ende ja um 3-4 Plätze sogar gar nicht funktioniert hat. Nur, also es war ja relativ knapp, wie ich euch sicher erzählt habe. Und heuer ist es aber sicher so, dass zum Beispiel von uns, vom Verein, der Sebastian Frey, der letztes Jahr schon immer in einem Rekord gelaufen ist, den der Dietmar Milonik aufgestellt hat, sicherlich auch im A-Lauf sein wird und vielleicht ein paar andere auch. Bin noch in Verhandlungen mit den Verantwortlichen beim Verband, aber dass die halt auch davon profitieren. Dass die Meisterschaft natürlich in dem Sinn mit zwei Läufen sowieso ein bisschen nicht geschoben, aber halt nicht hundertprozentig für Fairness stehen kann, ist auch klar, weil wenn ich halt im B-Lauf bin und nur Österreicher habe, profitiere ich sicherlich nicht so sehr wie diejenigen, die im A-Lauf sind. Aber das ist ja im Endeffekt auch immer dasselbe, was bei den, wir haben das mal bei den Frauenweltrekorden gehabt, dass du halt als Frau, wenn du Weltrekord laufen willst, hast du einfach einen Haufen Männer, die dir diese Pace auch laufen können und die dich da halt hinpacen können und hintragen können. Und deswegen gibt es ja auch da zwei Weltrekorde, einen für quasi Mixed-Rennen und einen für nur Frauenrennen. So ein bisschen hast du das Problem da auch, wenn du halt nur unter deinigen bist, wo halt keiner da drüber kann, dann tust du halt schwer. Und wenn du international bist, wo es halt viele gibt, die noch schneller laufen können, dann wirst du halt auch schneller sein. Also es ist halt ein zweischneidiges Schwert auch, seitdem es dieses World-Ranking gibt. Als Athlet jetzt, sage ich, ist es extrem unfair, weil wenn ich jetzt in einem Land bin, wo ich es halt nicht mache, ja, die Deutschen zum Beispiel lagern halt sowas nicht aus, ja, weil warum lagere ich es aus?
Es gibt dann Gruppen, ja, und in diese Gruppe fallen, glaube ich, beim Andi in dem Fall 3000 Meter Halle, 5000 Meter Freiluft und gleich nochmal 10.000 oder so rein. Und wenn ich halt die Meisterschaft, die 5000 Meter auslager, oder sagen wir im Mittelstreckenbereich 800, 1500, gebe ich halt den Leuten die Chance, an mehreren Bewerben in Topform zu sein, die zu gewinnen oder sich so zu platzieren, dass ich die Punkte mache. Die Punkte, also, aber die Berechnungsformel ist jetzt ein bisschen, also, es erinnert mich jetzt also ein bisschen an Skispringen. Somit, es geht nicht nur darum, dass du weit springst, sondern auch noch, mit welcher Haltung und ob Wind war oder nicht. Und also wenn du sagst, ja, na, du kannst auch mit der Zeit in dem Lauf, wenn es noch eine Meisterschaft war und ein Dienstag bei Vollmond kriegst noch 1,3 ja. Punkte extra mit Feenstaub. Jetzt weißt du, warum es das Bügeleisen gibt. Wenn du besonders gut ausschaust, dann kriegst du auch noch einmal ein paar Punkte. Nein, es ist sicherlich nicht, also wie alles ist es, was halt neu eingeführt wird in Sportarten, die es halt schon so lange gibt, kann es halt nicht von der ersten Minute an fair sein. Ich glaube, mittlerweile ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt Limits und aber eben wird, also sie haben sie eingeführt, um die Starterfelder groß zu haben und aufzufüllen. Das heißt, wenn halt die Limits sehr, sehr hoch sind und zu wenige Athleten oder Athletinnen das Limit haben für die internationale Meisterschaft, dann fülle ich auf und aufgefüllt wird aufgrund des World Rankings. Mhm. Und es ist aber trotzdem ein bisschen seltsam, weil die Vicky Hudson eben, die bei uns Speer wirft, wird es halt so sein, das Limit offiziell für die EM in München sind 62,50 mit dem 600 Gramm Speer. Und wenn sie gewinnt und 62 Meter wirft, hat sie genügend Punkte zusätzlich, dass es quasi äquivalent zum Limit ist. Also ich glaube, ich bin froh, dass ich kein Athlet bin, der sich damit auseinandersetzen muss, weil vor allem, es ist ja alles offen bis zum letzten Limittag. Weil, also wenn ich halt kein Limit habe und es ist noch nicht Limitschluss, kann überall irgendwo noch wer bei irgendeinem Meeting Punkte hamstern, von dem ich selbst überhaupt nie erfahren werde. Ja, es klingt ein bisschen verwirrend. Das heißt, du musst einfach wirklich gut sein, quasi, was du sagst, ich bin's quasi sowieso gesetzt. Also ich bin in einer Klasse, wo ich nicht drum bangen muss. Aber naja, das sind halt nicht viele. Genau. Okay, das heißt, diese Midsummer Track Night, also ich finde ja die Idee unheimlich geil, dass wirklich jeder mitlaufen kann. Weil das ist, ich glaube, viele Leute schreckt halt auch echt ab bei solchen Meetings oder bei, weiß nicht, Wiener Leichtathletik-Meisterschaften oder sonst irgendwas, du musst in einem Verein sein, da muss irgendwer die irgendwann einmal anmelden, dann weißt du nicht genau, wie ist es dort, schaut das blöd aus, wenn ich da jetzt auch auftauche, brauche ich jetzt eine Lizenz oder brauche ich irgendwas anderes oder, keine Ahnung, das ist beim Radlfahren ja das Gleiche, dann brauchst du irgendeine Bikecard oder eine Lizenz oder eine Meistergeier. Also ich glaube, diese im Prinzip jetzt nicht schweren Regeln, aber doch ja, diese Einstiegshürde, dass du da überhaupt einmal irgendwo mitmachst, das macht es viel, viel schwerer, als wenn du die beim Mistelbacher Adventlauf anmeldest. Weil da meldest du die an und dann weißt du, um 11 ist der Startschuss, ich krieg vorher eine Nummer und fertig. Und bei diesen ganzen Bahngeschichten ist das ein bisschen tricky. Ja, genau, und andererseits tricky. Ist es aber genauso einfach. Also es ist ja genau dasselbe. Also ob ich jetzt in, wie du sagst, in Mistelbach laufe oder sonst irgendwo, es ist haargenau dasselbe. Und ja, deshalb ist es schlimm. Und ich meine, auch wenn, wir machen es jetzt heuer zum ersten Mal, und ich mache es heuer zum ersten Mal eben mit dieser Zweitagesveranstaltung, werden wir sehen, wie die Resonanz ist. Termin zwischen VCM, Wings for Life und so weiter ist natürlich auch nicht gut. Da bin ich halt an das große Meeting gebunden und da wurde der Termin halt so mitbestimmt. Aber ich werde daran festhalten, weil ich glaube nach wie vor, es ist gerade für wen wie euch, ich meine, gut, das ist jetzt Ultra und Trail halt nicht so ganz, aber halt, ich sage mal, für wen, der wirklich viel trainiert, der da viel Herzblut reinsteckt, ist es einfach geil und man kennt halt auch die Athleten. Ja? Ich glaube aber, dass noch ein anderer Aspekt ganz für dich spricht und zwar du, das, was der Peter gesagt hat, dass es halt meistens
mit ein bisschen einer Hürde verbunden ist, bei solchen Meetings teilzunehmen, ist halt das Niveau auch relativ hoch. Das machen dann halt nur die, denen es das dann wirklich wert ist. Und ich meine, ihr habt ja an dem Freitag, also am 13. Mai, habt ihr ja wirklich von, ich glaube, es fängt bei 30 Minuten an für die, genau, für die 5 Kilometer, 30, 25, 20. Und das sind ja jetzt, sag ich jetzt mal, klassische Hobbylaufzeiten, also die Dinge, die viele jetzt irgendwie gerne mal erreichen würden. Und wenn du halt wirklich wen hast, der dich da auch hinpaced, auf einer Bahn, die halt genormt ist, und ich finde, auch relativ einfach, also im Kopf finde ich dann einfach zu laufen, dieses Runden, ich finde, das fühlt sich weniger lang an, als wenn es das in einer Geraden läuft. Ja, vielleicht anders. Also du hast dort halt auch echt die geile Chance, dass du dort deine Rekorde, wenn dir das wichtig ist, zum ersten Mal unter einer halben Stunde zu laufen, dass du dort halt auch die perfekten Bedingungen hast, das zu tun. Ja, absolut. Und ich glaube halt vor allem diese Viererschnitt 20 Minuten, Fünferschnitt 25 Minuten, das sind so Barrieren, die sind halt für jene, die halt wirklich Ambitionen hegen oder halt einfach geil drauf sind, schnell zu laufen und irgendwann eine Beste zu laufen, sind es genau diese Barrieren, die ich mal erreichen möchte. Und das, glaube ich, macht es halt interessant. Und ich werde auch sicherlich nächstes Jahr wieder an Tausender, glaube ich, reinnehmen, weil ich glaube, das ist trotzdem vom Slogan einfach ganz cool, wenn ich sage, das ist der schnellste Tausender deines Lebens, ja. Ein schneller Tausender ist aber auch, glaube ich, was, also ich persönlich finde das auch sehr cool deshalb, weil du kriegst, glaube ich, 5000 Meter mäßig, kriegst du nur Leute, die drauf hin trainieren, zumindest einmal, oder sagen, ich möchte meine Zeit verbessern. Wenn du sagst, als Slogan, die schnellsten Kilometer deines Lebens, und also das ist nicht nur in der Werbung geil, sondern ich glaube, das wollen viele Leute, die jetzt nicht einmal unbedingt Läufer sein müssen. Es ist wurscht, ob das ein Fußballer, ein Tennisspieler oder was auch immer ist. Der sagt, naja, einen Kilometer kriege ich schon hin auf Vollgas. Schauen wir mal, wie schnell das ich sein kann. Und du kriegst sogar die Leute, die sagen, traust du nie. Also selbst die Geschichte kriegst, dass irgendwer sagt, du schaffst nie einen Kilometer unter 3 Minuten. Und der andere sagt drauf, aber sicher, ja, dann mach. Ja, Midsummer Track Night, mach mal. Genau, man hat es ja gesehen bei dieser, was hat dann Ineos gemacht, oder auch manche Veranstalter machen Kipchoge Sub-2-Hours-Lauf, wo sie halt einfach dieses Laufband gemacht haben, okay, schau, wie lange kannst du die 252er Pace halten, und es ist erstaunlich kurz, was halt da ist, ja, weil das ist halt absurd schnell. Ich sage immer der Vergleich, ich meine, er läuft ja schneller als wahrscheinlich 8 von 10 Radfahrern auf der Hauptallee. Ja, also die halt ja, und sonst was. Ja. Also das ist ja wirklich absurd schnell. Also mit der, ja. Und nein, den wird es geben. Heuer habe ich halt eine strategische Entscheidung getroffen, um es so zu machen. Und man wird eh sehen. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall noch Platz. Und ja, sollte ich wirklich komplett voll werden noch, dass mein Zeitnehmer sagt, okay, das geht sich nicht aus, dann würde ich auch noch einen Lauf einschieben. Mhm. Und ich glaube trotzdem, es ist halt noch immer in den Kinderschuhen. Und ja, auch natürlich, was Partner, Sponsoren und so betrifft. Ich meine, wenn man was Neues aufbaut, das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Ich habe es halt gesehen, wie es gehen kann, wenn ich halt an Wings for Life denke, wo ich involviert war. Nur da macht halt ein Konzern die Geldbörse auf. Oder halt den Geldsack eher, und dann funktioniert es halt. Aber sonst muss man es halt Step by Step machen. Und ich glaube, das ist der Weg aber ein ganz guter, und wird sicherlich, also ich werde nicht aufhören, auch wenn es ehrenamtlich nicht immer einfach ist neben allem anderen. Wobei, ich glaube, so eine Veranstaltung braucht es auch wirklich, weil den 18. Halbmarathon, ja, ist schon auch ganz lieb, aber ich glaube, so eine Veranstaltung, also es ist tatsächlich was, auch wenn es von so einem Bahnwettkampf und so geht, was Einzigartiges, und ich glaube, das ist so als Einstieg für Menschen, die jetzt in die Leichtathletik gehen wollen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr geil. Also da, das ist wirklich so, wie du sagst, Wings for Life, das ist ein anderes Konzept plötzlich gewesen, mit anderen Voraussetzungen, klarerweise. Aber ich glaube, dieses Konzept kann auch ziemlich cool sein.
Ich finde, das ist genauso wie, wenn nämlich Leute fragen, wie man quasi in Ultras einsteigt, finde ich auch immer Stundenläufe. Du hast da auch meist einen Rundkurs, du hast relativ kontrollierbare Variablen, du brauchst dir keine großartigen Gedanken über die Strecke machen, bei 5 Kilometer spielt jetzt Verpflegung vielleicht nicht so eine ganz große Rolle wie bei 6 Stunden, aber du musst um all diese Dinge keine Gedanken machen. Du musst nur schauen, dass du die Zeit irgendwie läufst. Und ich glaube auch, wenn du so ein bisschen mit dem Laufen anfangen willst und so ein bisschen nochmal vielleicht schneller schubst, du hast wenig Variablen, die dich da irgendwie aus der Bahn werfen können. Du brauchst da kein besonderes Equipment, weil wenn du sagst, ich möchte jetzt an Ultra laufen, und zwar am Glockner, dann musst du da mal, weiß ich nicht, 18 Dinge kaufen, die in der Pflichtausrüstung sind. Wenn du jetzt aber einen 6-Stunden-Lauf im Dulner Aubad laufst oder in Langensersdorf, die 12 Stunden, was, ich glaube, das war dein erster Stundenlauf, Flo. Ja. Naja, du brauchst das Gleiche, was du auf der Broder Hauptallee brauchst, plus ein kleines T-Shirt, was du halt dein Essen hintust, weil du kommst eh alle 900 Meter vorbei. Es ist völlig egal. Und bei dem Witz und bei der Track Night, wenn du jetzt da nicht ganz ambitioniert bist, du brauchst nicht unbedingt jetzt da Schuhe mit Spikes. Ich hatte genau diese Frage schon, von einer, die sich für die 5-5er-Schnitt im Endeffekt angemeldet hat, ob sie sich lächerlich macht, weil sie einen normalen Laufschuh hat. Und ich habe gesagt, na, warum? Um Gottes Willen. Also genau dafür ist es ja da, um einmal damit in Berührung zu kommen. Und bin überzeugt davon, dass es eine gute Idee ist, sonst will ich es mir nicht antun. Und ich glaube auch, dass die bislang in den letzten Jahren dabei waren, das wirklich genossen haben. Und es war auch definitiv schade, dass es halt die letzten 2 Jahre nicht so ist. Aber da gibt es ja vieles, was sehr schade ist. Und das ist eh noch Jammern auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ja, von dem her glaube ich, dass es eine coole Sache ist, sich das Ganze anzuschauen. Und man kann sich ja jederzeit noch anmelden. Also es ist noch nicht voll, oder? Nein, also wir schließen offiziell am 6. Mai, dann schaue ich mir mal die Meldelisten an, aber wahrscheinlich gibt es dann sogar die Möglichkeit, dass man sich kurzfristigst noch anmeldet. Ich meine, man braucht dann ein bisschen mehr Planungssicherheit, wenn man es ein bisschen größer aufzieht, weil wir haben halt Live-DJ, wir werden das Ding so beschallen, dass sich alle in der Lobau aufregen werden und von dem her halt ein bisschen... Ich glaube, die brauchen auch ein bisschen Normalität wieder. Also aufregen passt. Und falls wir haben es, glaube ich, noch nicht oft genug erwähnt, 13., 14. Mai findet das Ganze statt. 13. am Abend ist der Hobbylauf und am 14. dann das Meeting. Also das genau, und zwar in Wien beim Stadion. Also das LAZ ist quasi gegenüber vom Stadion. Du kannst es nicht verfehlen. Entweder du laufst die Brotter Hauptallee entlang und biegst bei der Meiereistraße ab, oder du fährst mit der U2, dann bist du auch gleich dort. Ja. Und es gibt für Menschen, die nicht öffentlich anreisen, es gibt gegenüber einen Parkplatz vom Stadion, der ist echt groß. Also der wird nicht voll sein. Genau. Gibt es auch für Menschen, die jetzt dann nicht dort sind und das Meeting oder den Vorabendlauf sich anschauen wollen? Weil es kommt halt immer mehr. Gibt es einen Livestream? Natürlich. Es gibt jetzt muss ich lügen, seit 2 Jahren, glaube ich, gibt es mit Streamster.tv die Kooperation. Das heißt, das Meeting selbst wird gestreamt, die Vienna Track Night 5000, wie ich sie genannt habe, wird noch nicht gestreamt am Samstag. Einfach aus, in dem Fall, ein bisschen finanziellen Gründen noch. Aber auf jeden Fall kann man sich halt den Samstag dann das Meeting komplett auf Streamster anschauen. Mhm. Wenn man es verpassen sollte, hinzugehen oder es auf Streamster zu sehen, kann man sich es auf On Demand anschauen, jederzeit. Also man kann theoretisch sich auch heute oder morgen noch das Meeting vom letzten Jahr reinziehen. Mhm. Am besten ist natürlich noch immer wirklich selber entweder laufen oder halt am 14. zusehen. Und wie gesagt, wir haben ja auch ein paar Dinge, die ich mir überlegt habe nebenbei. Also wir haben einen veganen Foodtruck dort stehen, um sich zu verköstigen. Es gibt über einen Partner On so richtig perverse Cheerzone auch am Samstag und am Freitag natürlich auch. Und ja, ich glaube, wer noch nie dort war, muss sich sowieso anschauen, und alle, die schon dort waren, kommen eh wieder. Streamster, wir werden es verlinken, weil das ist ja quasi jetzt schon
da und zählt den Countdown runter, wann es halt losgeht, der Stream. Ich brauche dort keine Special-Anmeldung-App-Dingsbums. Es ist quasi Sports-YouTube. Genau, der ist okay. Bei uns kostenfrei, weil ich finde, ja, dass sich das einfach irgendwie gehört, dass man einem, man könnte sagen, ORF-Bildungsauftrag, den sie nicht erfüllen, nachkommen, damit ich einfach eben so ein Meeting auch mit dann eben, weiß ich nicht, einer Ivona Dadic als Weltklasse-Athletin oder eben Amandi Wolter, Vicky Hudson, einfach öffentlich zugänglich mache. Mhm. Ich meine, es gibt auch ORF-Berichterstattung vom Samstag natürlich, aber die ist dann relativ komprimiert. Und auf Stream habe ich halt wirklich alles, inklusive den Interviews. Und ja. Nein, ich hoffe, dass dann nächstes Jahr, wenn es dann noch größer wird, dann auch der Vortag drinnen ist, weil es ist halt, ich merke es ja bei mir selber und der Flo wahrscheinlich auch, wenn du irgendwo laufst und wenn es halt keinen Livestream gibt im Sinne von Kamerabildern, die ja dann oft auch nur die ersten sagen bei großen Veranstaltungen, dieses Live-Tracking. Eltern neigen stark dazu, dich zu stalken im Live-Tracking, ja. Ob du bei der nächsten Labestation bist, ob du dort bist. Und gerade für einen Hobbylauf wäre es natürlich super geil, wenn die da also zuschauen können, wenn sie schon mal nicht da sind. Also nein, ist eh angedacht. Ich meine, es ist auch noch die Überlegung, ob ich es zumindest auf Facebook live habe. Müssen wir auch ein bisschen dann Equipment wettermäßig anschauen, weil ja. Wenn wir die Eishagel legen, uns treffen wie vor 2 Jahren, dann ist es, glaube ich, schwieriger. Ja, kühl und dunkel ist halt doof. Ja. Da muss man dann ein bisschen heller machen. Genau. Ja. Gut. Dann glaube ich, bleibt uns nichts mehr übrig. Ich schaue in eure Gesichter und sie stimmen mir irgendwie so zu. Also es wirkt nicht so, als hättet ihr noch großartig was zum Erzählen. Dann bleibt mir nur übrig, Danke zu sagen. Auch wenn du, wie du dich am Anfang gesagt hast, selbst eingeladen hast, hat es uns sehr gefreut, was über die Midsummer Track Night zu erfahren. Und kommt ganz fleißig am 13. und 14. Mai. Feuert's an oder lauft es einfach selbst, je nachdem, was euch beliebt. Ich habe doch eine Frage. Du bist wie Columbo. Ja, und zwar, eine habe ich noch. Muss man sich selber anmelden? Ja, weil ich schwer sehen kann, wer es ist, der sich anmeldet. Nein, also die Anmeldung funktioniert relativ leicht. Über die ganzen Kanäle, die wir haben, gibt es einen Link, der dann zum ÖLV-Admin-System führt. Das ist sehr, sehr selbsterklärend. Ja. Wer das nicht möchte, der kann auch einfach eine E-Mail senden an eine wunderschöne E-Mail-Adresse, die da heißt wie das Meeting selbst, midsummertracknight@gmail.com, und dann werde ich die Anmeldung höchstpersönlich vornehmen, genauso wie ich auch den Druck der dann personalisierten Startnummer sehr gerne selbst übernehme. Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass falls du von einem gewissen Peter eine E-Mail bekommst, wo nicht Peter drinsteht, dann möchte ich bitte, dass du vorher die Person, die er versucht anzumelden, fragst, ob sie das auch wirklich will. Also ja, einfach nur, ich möchte hier einem Freund einfach weiterhelfen. Um es voll inhaltlich zu sagen, alles, was ich brauche, ist Vorname, Nachname, Geburtsdatum und wenn vorhanden, ein Verein sowie gewünschte Zielzeit oder Bestzeit. Und das Losungswort. Und das Losungswort. Das Losungswort ist ja, ich will. Du machst es dem Peter gerade viel zu einfach, mich anzumelden. Das kannst du mir nicht antun. Das wird großartig und ich werde dich auch anfeuern. Und es hervorragend. Also wir haben einen Starter mehr. Die letzte Frage ist somit auch geklärt. Ja. Richtig. Nein, danke für die Annahme meiner Selbsteinladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Wenn ich weitere dumme Ideen habe oder irgendwas, was ich kreiere, werde ich mich wieder melden. Und wir sind dabei. Wir bitten darum. Wir melden uns jetzt schon an. Das nächste Mal kannst du dich auch früher melden, weil ich meine, die Midsummer Track ist ja jetzt bald. Du kannst dich ruhig früher melden. Ja, aber nachdem deine persönliche Meldung auch jetzt erst kurzfristig einkommen wird, ist das überhaupt kein Thema.
Mich wundert ja eigentlich schon ein bisschen, dass du die noch nicht gerade in dein Postfach hast, dass der Peter nicht einfach währenddessen ist, weil er weiß, wie ich heiße, er weiß, wann ich Geburtstag habe. Es ist viel zu einfach. Ich bin so auf den Podcast fokussiert, dass ich die E-Mails nicht offen habe. Ach so. Na, der Peter nicht, deswegen hätte ich mich eigentlich mal schon das richtig. Nun gut. Alles wie es sei, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es war sehr schön. Servus. Sehr gut. Viel Erfolg morgen, wenn du läufst, und wenn alle das hören werden, werden sie auch wissen, wie du gefinisht haben gehabt hast. Oder haben wir es, je nachdem, wenn sie es am Samstag oder früh hören, dann hat er auch noch nicht gefinisht. Doch, natürlich. Na, er startet ja um 9 erst. Wenn er davor hört, dann hat er noch nicht gefinisht. Wir kommen ja erst raus. Ich bin da durcheinander. Ja. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Bis dann. Tschüss.